Nur minimal katastrophal. Nur so ganz minimal. Das hier ist so ähnlich. Schicken wir die halt mal dahin. Vielleicht finde ich ja irgendwas Tolles. Kreis der Forschung, glaubt nicht entdeckt zu haben. Ja, ein MC, ganz toll. Decken, keine Schacht, bei Fremden ein Symbol drauf. Nach einer halben Stunde lang ist das Siegel zu brechen. Man von einer aphrodisierenden Substanz, die das Verfügungsfaktor um 1% steigert. Bin ich voll dafür. Hier habe ich wieder nichts auf nichts Bonus. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Produktion, mehr Forschung, noch mehr Produktion, noch mehr Geburtenrate. Einfluss ist immer gut, mehr Bevölkerung. Und Raumhaft brauchen wir eh und noch mehr Forschung. Ich habe voll das beschissene Konzept. Oh, Expertendiplomatie präsentiert. Geschichte über Rauch. Rauch. Rauschzustände schaffen keine Freunde und haben schlechten Einfluss auf die Leute. Ach, außer auf die Drängen. Kleine Dals sind sehr nützlich, wenn es um Beeinflussung, das Wissen um deine galaktische Nachbarn geht. Wusstest du, dass die Drängen wirklich gerne am Lagerfeuer sitzen, singen und Händchen halten? Okay, genau das wollten wir vermeiden. In Wahrheit mögen wir sie so etwas überhaupt nicht. Und daher ist Expertendiplomatie von äußerster Wichtigkeit. Okay, majestische Diplomatie. Was ist denn vollkommene Diplomatie? Hey. Das geht so nicht, okay. Ja, Mars, ich baue den Mars noch. Moment. Gibt es hier nicht irgendwo eine Steuerung? Nein. Aufgeben. Ja, nur wie baue ich die Basis wieder? Das ist jetzt gerade mal die Frage, die ich habe. Bauen. Ich kann hier nichts bauen, warum nicht? Oh, großartig. Noch mehr davon, von Dingen. Die ich nicht mehr genau weiß, wer die gebaut hat. Verdammte Scheiße. Okay, die haben wir plus 18. Boah, ist das das Maximum? Vielleicht? Was soll ich das wissen? Ist das überhaupt? Ja, das ist okay. Der Aufklärer klärt mal weiter nach hier auf. Ein Ziel, ja. Ich kann hier aber auch irgendwie nichts bauen. Ich weiß noch nicht warum. Gibt es hier irgendwo. Oh, da ist noch meine alte Festplatte. Ja, die gibt es nicht mehr.
Großartig. 970 Wochen gewinne ich, aber... Hier ist eine Minikarte. Moral ist irgendwie stellenweise ein bisschen scheiße. Aber das muss so. Ich will mit Esk da rausgehen, ich weiß auch nicht warum. Wieso habe ich denn hier was gebaut? Blabla, mächtiges Raum. Ich glaube, das habe ich alles schon mal vorgelesen. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht mehr. Nee, das verbessert das Schiff. Kann ich mal die Minenstation hier haben? Nein. Das wollen wir mal glatt belaufen. Ich besiedle Dinge, okay. Sozialförderndes Projekt, Dinge. Erhöht Moral. Dann baue ich doch für Forschung. Forschung ist sehr gut. Das ist auch Forschung. Das ist Moral. Das ist Moral. So. Boah, mehr Geburt, mehr Produktion ist immer gut. Ist auch gut. Noch mehr Produktion. Bevölkerungslimit, Einfluss. Raumhafen. Bevölkerungs. Oh, ich kann noch was bauen. Wirtschaftseinnahmen, okay. Ja, schick mal los. Wie viel Bevölkerung habe ich denn auf der Erde? Immer noch 18 Milliarden. Das wird nicht so wirklich weniger, ne? Die Frage ist, wo schicke ich das Ding jetzt hin? Sehen alle recht unbewohnbar aus. Ich krieg das hin. Keine Sorge. Ich weiß, wo ich hin muss. Vielleicht. Ich weiß ja nicht mal, wie ich hier Konstrukte, wie ich Dinge baue. Bauen. Nee. Haupt die Module, schön die Schlacht helfen. Nee, das ist ja. Ich möchte keine Sternenbasis bauen. Ich möchte ja. Ich möchte ja technisch Dings, ne? Unbewohnbar. Naja, danke. Fürs Gespräch. Wirtschaft um 1% verbessert. Nichts gebaut. Zeig mir das Ding mal. Hier sind wir durch. Sieht durch aus. Ich bin prinzipiell durch, aber darum geht's gerade nicht. Wie zur Hölle habe ich denn nochmal diese scheiß Basen gebaut? Also ich weiß, wie ich diese Sternenbasen bauen. Aber die will ich ja nicht bauen. Zumindest aktuell nicht. Apropos Sternenbasis. Die nochmal irgendwie aufrüsten? Nein, offensichtlich nicht. Zur Hölle habe ich die wieder gebaut. Vielleicht mit B. Muss ich die auch? Finde mal. Konstrukteur. Das ist jetzt. Ist alles auf Stufe 18 und kann vermutlich nicht weiter verbessern. Ne, den Moment, die habe ich ja erst. Ja. Wie zur Hölle. Wo habe ich den jetzt hingeschickt?
Okay, die Taste war es nicht. Versuchen wir mal die Tasten durch. Zurück. So viele sind es nicht. Nein, auch nicht. Das ist mein Kolonieschiff, aber hier ist nichts Bewohnbares. Soll, Kampfhörer und Soldaten, ja, das ist. Senatsabstimmung, Wahl. Es ist ein Wahljahr, das heißt, das Volk wählen wird, welche Partei es repräsentieren soll. Wenn die Partei die Kontrolle erhält, bekommt sie einen Situationsbonus, wenn sie beim Verlust der Kontrolle zu uns im Ali erleiden. Ihre Partei, führende Partei. Ja, abstimmen. Ihre politische Partei weiter die Kontrolle über den Senat. Bonus und Malus. Forschung plus 20 Sensoren plus 1. Ich bin ja auch. Ich weiß auch, wie man macht, ne? Nein, ich habe keinen Plan gerade. Das ist das einzige Schiff. Na, ja, großartig. Egal. Kunst anderen so eigenen Willen untertan zu machen, dass sie es nicht bemerken, beherrschen nur wenige. Der Geschichte ist es nur größten Königen, dem einflussreichen Philosophen, dem bekanntesten Religionsphilosophen und Computerspielentwicklern gelungen. Diese Anspielungen. Wird jetzt gebaut, fertig. Okay, Moment. Das geht so nicht. Speichern. Gut, ich habe jetzt zur Not noch ein Hauptmenü. Welten kolonisieren. Nee, Moment, ich muss das jetzt erstmal. One of the nice new features of Galactic Civilizations 2 is the 3D star map. The 3D star map. Colonizing uninhabited worlds is the simplest way to expand your empire. In the early part of the game, you will want to put most of your civilization. One of the most important challenges you will face as leader of your civilization is economic policy. The economics window can be reached by clicking on the domestic policy button on the main control console. Here, you can manage both your civilization's economy and its trade practices. A healthy economy is vital to the prosperity. When the game begins, the main control console will appear. The first screen that will come up will be the quarterly report. This will introduce. Es gibt auch eine Kampagne. Ich wollte das Spiel doch nochmal anspielen, das dauert ewig, immens. Winzig, so. Weiter. 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 Oh, Moment. So, kriege ich jetzt nochmal Tutorial? Moment, das ist ein Bergbauschiff, was? Er hat das jetzt automatisch gemacht. Okay, was mache ich dann falsch? Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß auch nicht was. Oder baue ich die falschen Schiffe? Würde ich mir jetzt auch zutrauen. Das ist schon, das läuft alles schon fertig. Das läuft doch schon. Ich brauche mal einen Planeten. Wo ist ein Planet? Nee, Bergbauschiff. Oder muss ich das einfach doppelklicken und ich habe es nicht hingemacht richtig? Könnte auch sein.
Wir stehen vor einer internationalen Rezession und Berichte von überall aus der Galaxie deuten auf einen signifikanten Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten auf der Welt in der Mehrheit aller Zivilisationen hin. Umfragen zeigen, dass derzeit Hongkong mit 80% Zustimmung vorliegt. In der Galaktischen Republik, Demokratie und Föderation steigt der Einfluss der Kolonialwelten ernst, was es unseren Herrschern schwieriger macht, die Mehrheit im Senat zu behalten, da die Zahl der Mehrsprachberechtigten steigt. Mitsprachberechtigten, aber eigentlich sieht es gut aus für die Technologen. Wir haben doch eh was gewonnen. Was willst du überhaupt von mir zeigen? Schiffbau und Bergbauschiff. Ach, das erklärt einiges. Das sind die falschen Dinger. Ich baue die falschen Schiffe, das erklärt einiges. Deswegen funktioniert das nicht. Gibt es hier noch irgendwas zum Bebauen? Nee, das haben die sich schon alle geschnappt. Korrigiert, da gibt es was zu bauen. Na toll, jetzt baue ich diese ganzen Mengen nutzende Schiffe. Was wollte ich mit denen? Raumstation bauen, das wäre möglich. Soll die Minen mal. Ja, soll sie. Ach so, damit erweitere ich die. Ach, ich muss hier rein. Jetzt wird langsam Schuh draus. Mehr oder weniger. Ich übe noch ein bisschen. bla bla. Terran-Avian, ja, die liefern mir alle Ressourcen. Das finde ich gut. Bergbauschiff verbessern. Nur Kundungsschiff. Oh. Deswegen erklärt einiges arm. Man merkt vielleicht, dass ich das Spiel schon seit 2000 Jahren nicht mehr gespielt habe. Kann ich noch irgendwo was bebauen überhaupt? Oder haben die sich schon alle Planeten weggeschnappt? Ich glaube, ich kann langsam aufhören, die Schiffe zu bauen. Es gibt, glaube ich, nicht mehr so viel, was man noch besiedeln könnte. Aber fliegt trotzdem mal da hoch. Ich erreiche bald den Transzendenzsieg. Das ist gut, glaube ich. Oh, den muss ich zur Raumstation schicken. Okay, jetzt bin ich wieder voll drin. Naja, nicht wirklich, aber Details. Kann ich die hier nicht weiter upgraden? Offensichtlich nicht. Okay, dann eben nicht. Oh, ich muss pausen. Moment. Aufnahme zwischendrin mal pausieren. Das wird das böse enden. Nicht, dass gleich wieder alles kaputt ist. So. Ja, bitte. Okay. Der strahlt nur so minimal. Koordination. Kein Bonus. Egal, Karl. So, zum idealen Agrarland. Was ist denn hier Agrarland? Was ist das hier? Intensivland. Landwirtschaft klingt sehr agrarisch. Das bauen wir doch gleich mal drauf. So. Soll scheiße, was du da machst. Oh ja, das ist es. Das ist. Soll ich denn da ein Forschungszentrum gebaut? Ne, Entdeckungssphäre.
Warum immer ich mir dabei gedacht habe. Wahrscheinlich gar nichts, ja. Es trifft ziemlich gut. Ist hier noch irgendwas, was ich bebauen kann vielleicht? Nein. Yay. Ich find's toll, dass die alle ihre Ressourcen